Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute wieder Dependance Schweiz. Hier ist der Gregor. Salut zusammen. Ja, ich habe heute kein Set für euch. Heute geht es mal um die Händler, die mir oder auch euch die Sets beliefern. Und zwar habe ich eine kleine Reportage für euch vorbereitet. Es ist mir durchaus bewusst, dass das hier jetzt wirklich sich mehr an die Schweizer Zuschauer richtet, weil ja, es geht hier um Schweizer Online-Händler. Und ein Händler aus Deutschland, weil wir doch in der Schweiz hier ein bisschen eine besondere Gegebenheiten haben. Es gibt immer wieder Zoll auf Produkte und dieses weltweit gratis Lieferversprechen gibt es in der Schweiz oft nicht. Und zwei Wochen später kommt ein Brief vom Zoll. Deswegen habe ich hier hauptsächlich Händler getestet, die auch ein Lager in der Schweiz haben. Und ja, für Zuschauer aus dem nahen Umland, vielleicht ist es trotzdem interessant. Bleibt dran. Gut. Wen habe ich denn getestet? Zu Anfang noch, es ist absolut nicht repräsentativ, aber evidenzbasiert. Ich habe die Sets ja auch schließlich gekauft. Ich habe mir noch ein Limit gesetzt. Ich sagte so 75 Franken pro Set. Bei dem deutschen Händler waren es dann 2 für 40, dann hat es auch gepasst. Gut, kommen wir zu den Händlern. Da haben wir einmal Gubrix hier, gubrix.ch. Da habe ich schon früher was bestellt. Ich finde, das Angebot hat ein bisschen abgenommen, ist ein bisschen mau. Es ist fast auch alles ausverkauft und es sieht ein bisschen verwittert aus, so ein bisschen ungepflegt. Fand ich einfach schade. Ihr habt ja eine Gratislieferung bereits ab 100 Franken und wenn ihr nicht über 100 einkauft wie ich, bekostet es noch 7 extra. Dann Galaxus, ja, der Onlinehandel vom Großverteiler Migro, hat natürlich ein Riesenangebot. Hat aber auch sehr stark schwankende Preise. Also da müsst ihr mal gucken, da kostet mal ein Set 70, dann kostet es 90, dann kostet es wieder 65. Ich weiß nicht, wie die da die Kalkulation machen. Da bekommt ihr bereits auf 50 Franken eine Gratislieferung und die versprechen auch, dass wenn ihr dienstags bis 19 Uhr bestellt, das am nächsten Tag sogar noch da ist. Dann natürlich noch hier meine Spielwaren, Hausbox oder Brickshaus, das ist alles das Gleiche. Da habt ihr die Gratislieferung ab 50 Franken und die Seite ist ja riesengroß. Es gibt natürlich alle möglichen Spielwaren. Da müsst ihr euch ein bisschen durchklicken, wo ihr dann die Klemmbausteine findet. Und auch dort haben sie, ich weiß nicht, 40, 50 Marken, keine Ahnung, Wahnsinn. Also wenn ihr wisst, was ihr sucht, ist es ja ganz gut. Aber sonst müsst ihr Zeit mitbringen, um dort was zu finden. Dann Brick and Bricks natürlich hier, der Partner von mir. Und seine Seite habe ich auch getestet oder sein Online-Handel natürlich dann anonym und er hatte ja eine große Seite, er hat ein großes Angebot und auch immer wieder alle 2-3 Monate neue Sets und ist auch von mir her, von meiner Bedienfreundlichkeit hier finde ich sehr, sehr übersichtlich und er sendet ab 200 Franken gratis und sonst kostet es bei ihm 10. Und dann aus Deutschland hier, ihr merkt es am grauen Karton, die Firma Bluebrix, da hatte ich auch schon öfters was bestellt. Die haben auch eine Riesenauswahl, sie verkaufen ja auch Sets von anderen Herstellern und natürlich auch einen ganzen Haufen eigene Sets. Arbeiten ja hier mit Xingbao zusammen, haben eine, eben wie gesagt, Riesenauswahl und schicken auch hier in die Schweiz für 10 Euro Lieferkosten, das fand ich doch mal super. Und was habe ich noch? Bavir habe ich noch angeschaut. Das ist ein Händler aus China. Da gibt es dann dieses weltweit gratis Lieferversprechen, das dann aber halt nicht eingehalten wird, weil wenn ich dann mal mir meine Lieferkosten kalkulieren lasse, dann komme ich doch hier, ja, ich blende es ein, ihr seht es, bei 147,32 auf einen Versand von 42 Euro, fast 43 Euro Versand, plus dann nachher noch den Zoll. Das fand ich nicht sehr interessant, deswegen habe ich mich wirklich auf Händler konzentriert, die hier ein Lager in der Schweiz haben. Bluebricks einfach wegen den besonderen Sets. Dann gibt es natürlich noch New World of Building Blocks hier. Das ist der China-Händler der Wahl von Frank. Sie haben ihr kennt es, der Loi, den Kanal übrigens, einfach zu erwähnen, gibt es im April 5 Jahre lang. Und Loi und Frank haben wirklich dafür gesorgt, dass hier die Klemmbausteine, zumindest mal in Deutschland, vertrieben werden.
Also er kauft dort schon so lange ein und er hat immer wieder auch mal Reklamationen gehabt oder sowas und es läuft immer einwandfrei. Da brauche ich auch nicht, ich hier noch um die Ecke zu kommen und sagen, Leute, ich bestelle anonym Set und teste dich. Also das funktioniert einwandfrei und es wird auch in der Schweiz einwandfrei funktionieren. Und ja, wie gesagt, 5 Jahre, das ist eine ganz schöne Konstante hier in der Klemmbausteinwelt. Und ja, ich bin auch so dankbar, dass ich da mitmachen darf seit ja, knapp einem halben Jahr. Super. Und dass ihr ja mich auch gutiert bzw. auch anschaut. Das ist doch toll. Dann, ja, worum ging's? Sets um die 75 Franken habe ich gekauft. Ich habe am Mittwoch gegen 16 Uhr bestellt. Ich wollte mal gucken, ob das noch am Freitag kommt. Das war leider nicht so, aber alle Sets von allen Händlern waren am Montag da. Das ist doch auch in Ordnung, sonst vielleicht Montag, Dienstag bestellen, dann habt ihr sicher Donnerstag, Freitag. Und bei Blue Bricks, wie gesagt, die 2 Sets, die sind natürlich ja nicht am Montag da gewesen, die waren dann am Montag, also diese Folgewoche, am Freitag da, das heißt nach 9 Tagen, das ist doch auch ganz proper für aus Deutschland. Und dann ja 1, 2 Wochen später der Brief vom Zoll, der uns hier bei dem Gesamtwarenwert, was war es denn bei Blue Bricks, von knapp, ja, 60, 90, knapp 100 Euro doch nochmal 24,15 Zoll und Mehrwertsteuer beschert haben. Deswegen, ja, ist schade, aber ist so. Gut. Von dem her positiv. Alle 5 Händler haben einwandfrei geliefert. Die Sets sehen auch einwandfrei aus. Was ich noch zu erwähnen oder erwähnen hätte, wäre, dass bei Gubrix und bei Galaxus kein so Anti-Rutschpapier drin war, dass hier ja, die Originalverpackung nicht ja, in der Umverpackung so hin und her rutscht. Das tut ja auch der Verpackung nicht so gut. Man sieht ja auch hier ein bisschen. Je nachdem kommen die aber auch wirklich vom Schiff so an, also aus China. Von dem her, ja, muss man nicht machen, kann man machen, ist doch eine tolle Idee. Und ja, sonst habe ich da bis jetzt nichts zu murren. In einem zweiten Teil werde ich natürlich noch ja, den Teile-Support testen. Wie ist da die Korrespondenz? Wie sieht es aus? Was wird nachgeliefert, wenn was fehlt? Und ich habe alle 5 bzw. 6 Sets schon aufgebaut und ihr glaubt es mir oder ihr glaubt es mir nicht, es war wirklich so, überall haben Teile gefehlt, dass das wunderbar passt. Und ja, bei einem Set war es ein Falschteil und kein Fehlteil, aber ich konnte wirklich jeden Händler anschreiben und konnte nachfragen, wie es aussieht. Dieses aber in einem zweiten Video, weil ja, sonst sprengt sie den Rahmen, finde ich. Und das ist auch wirklich ein bisschen interessanter vom Ergebnis wie vielleicht jetzt. Es ist nicht repräsentativ, wie ich sagte, es sind 5 Händler. Ich habe einmal bestellt, es ist eine Momentaufnahme. Bei Gubrix und bei Galaxus habe ich schon öfters bestellt, auch bei Brick and Bricks und bei Bluebricks habe ich schon öfters bestellt. Das hat immer einwandfrei funktioniert. Also, das stimmt mal. 1 bis 3 Tage und ihr habt euer Set. Ja, wenn es dann, jo, wie gesagt, Mittwoch ist dann ein bisschen knapp gewesen. Okay. Dann war es das mal von mir und ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Ah, die Sets können wir noch vielleicht kurz anschauen. Wir haben hier den Flower Shop von Morg. Das ist ihre neue Blockmodulreihe mit Licht übrigens. Dann haben wir hier die 2, ja, schönen Bluebricks-Kartons von der Special-Reihe. Das ist die Reihe ohne Anleitung, außer beziehungsweise die Anleitung als PDF zum Runterladen. Hier ist es der klassische Geländewagen und für mich interessant steht da hinten schon. Ihr habt es vielleicht gesehen, die Zeche Zollverein, ja, das ist ein Industrieerbe aus Essen, ein altes Steinkohlebergwerk. Das fand ich mal sehr interessant. Und hier vom Mr. Jabber wieder mal ein designter Rolls-Royce von Moltking. Hat auch schon sicher 2 Jahre auf dem Buckel, aber wollte ich doch mal bauen. Der ist von Gubrix. Und hier haben wir noch The Iron Throne. Guckt an von meinespielwaren.ch von Super 18. 18K fand ich auch ganz spannend, mal den zu bauen mit diesen ganzen Schwertern. Und hier noch The Lich King, den habe ich euch schon vorgestellt von Brick and Bricks. Der steht ja gerade hinter mir. Wunderbar. Diese Reviews der Sets kommen hier nacheinander. Muss ich erst alle mal drehen. Aber einfach nur als erste Info mal hier eine kleine Reportage über den Onlinehandel in der Schweiz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, ob euch das wirklich interessiert hat. Und ja, Zuschauer aus dem nahen Umland oder aus Deutschland, ich grüße euch und vielleicht war es trotzdem ein bisschen interessant. Ja, abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund und ja, bleibt stabil. Gregor aus der Schweiz ist raus. Macht's gut. Ciao zusammen.